Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Hyrule Warriors. Yay! So ähnlich. Ja. Wir kriegen dieses Mal hoffentlich Girahim, wenn wir diese Mission gewinnen. Also auf geht's in die Schlacht. Auf dem Schlachtfeld! Das ist eine gute Gelegenheit, falls wir hier nicht charaktereingeschränkt sind, für dich mal Ilya zu benutzen. Ilya benutzen. Du solltest dich einschalten. Mit dem Kopierstab. Ja, ja, sollte jetzt werde ich auch das allererste Mal den Kopierstab sehen. Was kann sie denn? Starker Angriff plus und Combo 5 plus, okay. Das ist sogar eine ordentliche Waffe inzwischen. Ja. Wen kann ich denn mal nehmen? Du solltest Narunia mitnehmen, wenn wir das Herzteil bekommen. Das ist eine gute Idee. Dass wir finden können. Feuerbonus oder Combo plus? Ich nehme mal den Feuerbonus. Warum nicht? Hat er genug Feuerattacken, die nützlich sind? Du füllst deine Spezialleiste auf, indem du Feinde besiegst. Ist die Volldrücke A, um einen Spezialangriff auszuführen. Was? Wusstest du das schon? Nee. Also... Ich habe erst irgendwie 200 Stunden Spielzeit im Spiel, das wusste ich noch nicht. Das ist eine definitive Neuigkeit für mich. Ja, ist eines der ersten Tutorials, die man in der Story kriegt, aber ist schön, dass man sie hier nochmal sieht. Trotzdem. Auch hier haben wir wieder zwei Fraktionen. Die rote, die blaue und die gelbe, also... Ja, die zwei gegnerischen Fraktionen, einmal gelb und einmal rot. Was ist unser genaues Ziel? Besiege die Feldmarschälle, okay. Irgendwo gibt es hier ein Herzteil, das ich irgendwo in der Basis kriege, vermute ich. Ja. Okay, außerdem müssen wir, wie gesagt, für die Skulltulle Ausschau halten. Arang ist ja egal, ob wir den holen oder nicht. Ist schon mal eine gute Sache eigentlich. Ja, sag es in jedem. Der Lichtstab ist in jedem Falle langsam. Um so das erste, um mal den ersten Eindruck davon zu geben. Nicht ganz unwahr. Denn wir zwei werden viel Spaß miteinander haben. Ja, Garen, definitiv. Da-da-da-da-da. Ja. Irgendwie ist hier oben in der Bergfestung praktisch nichts gerade. Die Gegner scheinen alle noch draußen zu sein. Ja, die Gegner sind alle noch hier draußen bei mir. Und da draußen sind Item-Transporter, die jetzt nicht ganz so wichtig sind. Scheinbar kann ich unterschiedliche Typen von Statuen bekommen. Das ist ja okay. Auch unterschiedliche Farben. Also insgesamt ein bisschen merkwürdig. Ich bin noch nicht ganz sicher, was es macht. Schaden in erster Linie. Ja. Nur was die unterschiedlichen Farben, was die irgendwie unterscheidet, das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, da habe ich noch keine Erfahrung mit. So, besiege den Item-Transporter und erobere den Schatz. Ja, vielleicht. Wenn ich Lust habe. Ja, gut, der ist hier zu mir hingelaufen. Das ist auf jeden Fall immer ein guter Grund, um den Item-Transporter zu besiegen. Ah, die Festung ist unser! Unglaublich, aber wahr. Flucht eines Teils der anderen Truppen ließ den Stahlmeister stärker werden. Naja, nur weil die anderen Truppen abbauen. Frechheit. Ja. Vorne haben wir auf jeden Fall eine blaue Festung. Unser Hauptquartier fällt mit 55%iger Wahrscheinlichkeit. Okay, Fai. Das wurde noch nicht mal angegriffen, das Hauptquartier. Da ist noch gar kein Gegner drin. Hör auf zu weinen. Oh, und da ist ein Stahlmeister. Ich habe einmal mit dem Hammer draufgeschlagen, da war seine Leiste unten. Ja, Stahlmeister halt. Ist ja da nichts Ungewöhnliches. Ach, Stahlmeister. Warum seid ihr so schlecht? Warum seid ihr so komisch? Ich tanze mal wieder eine Runde. Ja. Darunia Tanz! Boom, 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 yeah! Boom, boom, boom. Was gibt's Schönes als ein Darunia Tanz? Mission erfolgreich! Der Stahlmeister wurde besiegt. Material erhalten. Neue Mission: besiege beide feindlichen Feldmarschälle. Und die Truppen von Girahim haben Verstärkung erhalten. Okay, hier vorne ist unser Hauptquartier. Und warum Fai geheult hat, ist, weil es aus irgendeinem Grund schon zur Hälfte gefallen ist. Obwohl hier keine Gegner sind. Okay. Interessant. Also hier sind Gegner, irgendwie so drei Bockblins. Und das war's auch. Ich denke mal, das bist du nicht hier vorne, nee. Nein. Du bist ja ein Teil. Ich bin Ilya mit einem Kopierstab, wo riesige Eulenstatuen um mich rumfliegen. Ich würde dich, glaube ich, definitiv erkennen, wenn du in meiner Nähe bist. Ja. Ich habe nur keine Ahnung, hieß das Item wirklich Kopierstab in Twilight Princess? Ja, das sagt mir auch überhaupt nichts. Deswegen verwirrt mich das ein bisschen, Kopierstab. Ich weiß, was das für ein Item ist, das war, womit du halt die Statuen kontrolliert hast aus der Ferne, aber ich wüsste nicht, dass das Ding Kopierstab im Deutschen hieß. Vielleicht hieß es so und es ist für uns einfach nur zu lange her. Ja. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt ausschließen. Ja, ich würde es nicht ausschließen, ich finde es trotzdem irgendwie komisch. Hier drin ist mal wieder überhaupt nichts los in der Wehrfestung. Ich habe auch nicht vor, jetzt Twilight Princess extra nochmal so lange zu spielen, bis ich dieses Item bekomme, nur um das nochmal nachzuprüfen. Zugegebenermaßen, ja. Ja. Da ich alle meine Speicherdaten von meiner Wii gelöscht habe, nachdem ich eine Wii U bekommen habe, habe ich nämlich auch keinen Speicherstand mehr. Wieso hast du das gemacht? Weil ich mir gedacht habe, Platz und so. Wenn ich mir irgendwie Sachen von der Virtual Console runterlade, brauche ich da keine Twilight Princess Spielstelle. Ich spiele das Spiel sowieso nie wieder. Auch ein guter Grund.
Und selbst wenn ich spielen würde, wenn ich nochmal spielen würde, würde ich wahrscheinlich nicht meinen komplett 100% Spielstand nochmal spielen. Das wäre wahrscheinlich der Fall. Nur um in der Welt nochmal rumzulaufen oder so, das ist eher unwahrscheinlich. Lana hat da draußen irgendwie Probleme. Ich muss auch sterben. Lana ist in Gefahr, oh nein! Festungskommandant gesichtet, sehr gut. Und der Festungskommandant stirbt. Es wäre schön, wenn sie jemand retten könnte. Vielleicht, wenn ich da jetzt zufällig vorbeikomme. Hier war mein Herz ja auch nicht versteckt. Das Hauptquartier der anderen ist da. Relativ. Obwohl, ne, das ist da unten wirklich ein Herzquartier sein, wo die Elementarbarriere ist. Aber. Au. Hör auf, Moblin, hör auf mich zu hauen. Ich bin derjenige, der dich haut. Was ist sie denn? Der Lana? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht auf die Karte geachtet. Lana wurde vom Schildmoblin vertrieben. Okay, hat sich eher erledigt. Sie war wahrscheinlich hier vorne, wo ich jetzt gerade bin, aber sie ist tot. Ja. Wie kommt Girahim gerade auf dich zugerannt? Girahim? Also ich sehe nur zwei moralerhöhte Schildgoblins, die Probleme machen könnten. Badum. Da ist Girahim. Girahim, komm her! Bist du moralerhöht, Girahim? Nein, aber du bist goldenleuchtend. Ja, Girahim ist der eine Feldmarschall von den beiden, die wir besiegen müssen. Badum. Weißt du, sich mir in den Weg zu stellen, wenn ich Wichtigeres vorhabe? Ja, immer noch Girahim, das hast du schon mal gesagt. Ja. Girahim, hör auf zu reden, am besten. Erstmal brauche ich auf jeden Fall irgendwoher mein Herzteil, bevor wir hier gegen irgendwas kämpfen. Oder unsere Hauptfeste sind wir gerade angegriffen. Ich glaube, ich sollte da von Girahim. Girahim kannst du ruhig töten, du müssen den anderen Hauptkommandanten auch noch töten. Und da kannst du dich ruhig um Girahim kümmern. Komm her, Girahim. Aber Girahim. Es kämpft auch mit gegen Fei, es ist schon. Okay, es gibt diese einen Statuen, die haben eine rote Umrandung und das sind die mit dem Hammer und die anderen sind die Eulen und je nachdem welche von den Was? Beiden. Du hast, bekommst du andere Kombos. Interessant. Interessantes Prinzip. Girahim war gerade in seiner Spezialattacke, nachdem allerdings gerade die Zwischensequenz kam, hat sich deswegen scheinbar seine Leiste nicht gezeigt. Das ist ungünstig. Außerdem ist in unserem Hauptquartier gerade die Hölle los. Unser Hauptquartier fällt, wenn wir hier nicht irgendwas machen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das herhalten soll, ehrlich gesagt. Der Arang ist ziemlich sicher hinüber, wenn wir hier kämpfen. Kann man irgendwie die Moral der Schildgoblins wieder senken? Indem du sie tötest. Ansonsten nein. Indem ich sie töte, ja, das ist. Bäh. Hast du zufällig Magie oder so hierfür? Nö. Wäre super. Ich hab keine Magie. Keine aufgehoben. Keine gesehen. Zelda hat 500 Kills gemacht. Oder auch Ilya. Aber wenn wir die Schildgoblins und Girahim töten, haben wir gewonnen, oder? Nein. Wer ist denn der andere Marschall, den wir besiegen müssen? Irgend so ein Frostnachtschwärmer, glaube ich, oben von den Gelben. Achso, okay. Na gut, dann können wir hier weiterkämpfen. Dann ist das ja nicht ganz so schlimm. Eine Spezialattacke raushauen. Ich bin nicht so gut gegen, Girahim, wie ich es normalerweise bin, weil ich jetzt eine Dunkelheitselementare Technik habe. Wobei dieses Ding nicht so aussieht, als hätte es dunkle Element. Schließlich hau ich mit einem gelben Ball durch die Gegend. Ja. Zugegebenermaßen möchte man eigentlich meinen, dass es eher Dunkelheit wäre und ich bin gerade so gut wie gestorben durch seinen Angriff. Ja, er hat ordentlich Schaden gemacht. Denken! Ja, sehr schön. Das sollte es jetzt gleich gewesen sein für Girahim. Deine Waffe ist ja inzwischen ziemlich stark. Ja, aber es ist ein Dunkelheit-Element. Ja. Wenn ich Lichtelement gewesen wäre mit dem normalen Rapier von Zelda, wäre er jetzt tot gewesen. Ziemlich sicher, ja. Ja. Und das war's. Tschüss, Girahim, war lustig. Ich glaube, dein Herzteil ist in Schloss Hyrule, aber. Dann werde ich mal versuchen, Schloss Hyrule einzunehmen. Ich könnte mich irren. Viel Auswahl gibt's momentan nicht mehr. Der Großteil der Stage ist schon in unserem Besitz. Das ist wohl richtig. Das oben rechts ist das Hauptquartier der anderen, glaube ich. Ja. So, Schloss Hyrule hat, wenn uns noch ein paar Gegner drin nicht besiegen kann. Boom! 400 Chaos. Ein Teil der Truppen des Bösen hat sich zurückgezogen. Und der Hyrule-Hauptmann ist in Gefahr, das stört mich ungemein. Lana ist ja auch schon weg, also was soll's. Hilfe! Ja, hoffen wir mal auf das Herzteil hier. Ah, und die Skulptur wurde gesichtet. Ich hoffe, du rennst schnell hin. Ja, Moment. Scheint mir recht eindeutig, wo die versteckt ist. Ja, ich brauch nur noch den Fanghaken. Yay. Fanghaken. Festungskommandant wurde gesichtet. Potenzielle Zwischensequenz in 3, 2, 1. Ja, es ist rot-golden, von daher wird es wohl mein Herzteil sein. Ich mach's mal eben auf. Nachdem ich dieses Spiel jetzt lange genug gespielt habe, wünsche ich mir wirklich, man könnte das überspringen. Yay, es ist mein Herzteil und das breiteste Grinsen der Welt. Das breiteste Grinsen Hyrules. Der sollte Werbespots drehen. Ja. Dieses Fleckchen Erde ist meins.
oder so. Ja. Die Musik bei mir ist schon ausgefallen. Also bin ich mir ziemlich sicher, da oben wird die Skulptura sein. Eine goldene Skulptura. Yeah. Wunderschön. Ich habe übrigens auch ein Fanghaken-Upgrade, aber leider nichts, wo ich es wirklich gegen benutzen kann. Normale Gegner. Ja. Da lohnt sich das leider kaum. So, wo ist denn jetzt dieser eine Marschall? Ist das der Frost-Nachtschwärmer bei dir? Okay, kümmerst du dich da jetzt drum? Einmal auf der anderen Seite der Stage. Kann ich hier unten noch so lange die Festung einnehmen? Wird das super noch eine ganze Weile dauern, bis er tot ist. Ist ein Gestärkter? Ja, ist ein Gestärkter. Das, was du gerade an Damage siehst, war eine komplette Spezialleiste einmal abziehen. Wunderschön. Das Hauptquartier steht kurz davor zu fallen. Oh. Naja, ich würde zwar gerne das feindliche Hauptquartier erobern, aber ich glaube, ich gehe lieber zum Hauptquartier. Meine Güte, kannst du auch mal aufhören, ruhig gehen zu rennen? Ich will dir auch mal. Ihren Quellen zufolge. Sie ist ja nicht da und kämpft gerade selber. Nee. Ja, da ist ein Stoßturm-Hauptmann bei uns drin. Der gerade Ärger macht. Autsch, was war das denn? Ist da gerade ein Frostnachtschwärmer getroffen? Ja, hier ist ein Frostnachtschwärmer bei uns drin. Stirb, Frostnachtschwärmer, du gehörst nicht in unser Schloss. Und jetzt ist er tot. Ja, nicht viel ausgehalten. Ist halt nur ein Frostnachtschwärmer. Ja, das Frostnachtschwärmer wurde zerschlagen. Das war schwer. Was sind bei mir plötzlich gelb leuchtende Einheiten gespawnt? Da ist der nächste Stoß vom Hauptmann mit dem nächsten Frostnachtschwärmer. Dann werde ich wohl weiter verteidigen müssen. Da holen wir Hammerschlag. Ich hab hier alles im Griff. Na, ja, das ist gut. Guck, wie viel hat das gemacht? Boom, genügend. Die Einheit des Frostnachtschwärmers wurde schon wieder zerschlagen. Ja. Das geht sehr schnell für die armen Frostnachtschwärmer. Narunia, den Frostnachtschwärmer besiegt. Außerdem bin ich auch gleich hoffentlich fertig. Ich glaube, dass wir die Westklippenfeste nicht in unserem Besitz haben, ist unser großes Problem. Ja, die haben sie irgendwann mal wieder eingenommen. Wenigstens ist Narunia glücklich, dass wir sie die feindlichen Einheiten zerlegen. Ja. Kaboom! Alles explodiert. Es muss unglaublich spannend sein, jetzt zu jedes Mal einfach nur diese spezielle Angriffsleiste gegen den Frostnachtschwärmer einzusetzen. So, sobald er mich angegriffen hat. Immerhin demonstrierst du gerade eine neue Waffe hier, also. Ja. Keine Beschwerden. Stufe erhöht, sehr schön, sehr schön. Und der Festungskommandant wurde gesichtet. Schlüpffestungskommandant. Boom! Narunia hat die Westklippenfestung zurückerobert, damit wir hier nicht mehr genervt werden. Uhuhuhu, diese Festung ist unser. Und jetzt müsste er auch tot sein. Wunderschön, wunderschön. Doch lange genug gedauert. Sollte es das für diese Mission. Wir haben für diesen Frostlash schon aber länger gebraucht als für Girahim. Ja, das ist auch irgendwie kein Wunder gewesen. Für Girahim haben wir zu zweit gekämpft und das ist Girahim. Ja. Weil es in dem Spiel leider im Abenteuermodus nichts Ungewöhnliches mehr ist, wenn man für einen Exile-Force länger braucht als für spielbare Charaktere. Du leuchtest rot. Ja, wegen der roten Statue, die ich in meiner Kombo drin habe. Ah, interessant. Ja. Und plötzlich bin ich wieder Zelda. Merkwürdiges Prinzip. Erlittener Schaden zu viel, weil ich von Girahim mega viel abgekriegt habe. Und wir einen neuen Kapierstab und Schwerter und Feuer und Frosthalsmann und Girahims Schärpe und Zeug und Zeug und Zeug und Zeug und noch mehr Zeug und noch mehr Zeug. Ach, Lumpen und Platten, das sind immer die besten Sachen. Jetzt müssen wir auch immer mehr Sachen jetzt plötzlich wieder angucken, weil wir ja jetzt 999 Materialien von einem sammeln können. Und wir kriegen das erste Fragment zu einem neuen Bild. Wir kriegen nicht die nächsten zwei Punkte aus dem dunklen Bild, aus irgendeinem Grund. Ja, außerdem bekommen wir Darun das Auge. Yay. Scheinbar. Absolut. Du kannst also ganz Girahim spielen. Yay! Und dann das Dämonenschwert erhalten. Also ihn selbst. Ja. Als Waffe. Ja. Ah, wunderbar, wunderbar. Er kann auch mit Waffen um sich rum. Mit Waffeln. Ja, mit Waffen um sich rumwuffeln. Die er selber ist. Mit Mana-Waffeln? Ja, mit Mana-Waffeln. Okay, da wir jetzt den Girahim haben, können wir Girahim. Ah, sein Bild ist schon so schön. Ja. Auch gleich mal ein bisschen upgraden. Ja. Medaillenschmiede. Er braucht natürlich erstmal alles. Wir haben immer noch relativ wenige Soldatenuniformen. Wir brauchen mal mehr Missionen, in denen wir gegen hyrulianische Einheiten kämpfen. Ja, kommen noch. Irgendwann. Ah, wäre gut. Flammenbandagen haben wir en masse. So, und damit haben wir alle Kokiri-Schwerter und alle Kombos. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich sehe, dass er erstmal seine Kombos hat. Dann die Moblin-Schwarte für die Ausdauer. Frucht und die Grabklauen. Wir haben relativ wenig Moblin-Schwarte. Wir müssen mal Moblins besiegen. Ins Feuerinferno natürlich. Sehr schön. Ich hoffe, wir kriegen für ihn auch schon die zweite Spezialleiste. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Haben wir en masse. Ja. Sieht für ihn, sieht für die meisten, sieht immer so aus, als hätte man so wenig Moblin-Schwarten. Es liegt einfach nur daran, dass unglaublich viele Charaktere so viele Moblin-Schwarten brauchen. Ja, das ist wohl das größere Problem. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, ja, Moblins besiegt man ja häufig. Können wir Moblin-Schwarten für jeden Mist benutzen. Ja. Genau das werden die Monsterzähne. Yay. Sehr gut. Ja, und das war's dann noch erstmal wieder. Scheint's erstmal wieder zu sein. Okay, wo können wir denn zur nächsten Mission hin?
Wir können uns diese Grabklauen holen oder wir können uns... Dafür brauchen wir schon Eispfeile, die wir überraschenderweise in dieser Mission bekommen. Sehr clever gemacht. Was gibt's denn hier Schönes? Das könnten wir eigentlich machen. Massig Verbannte. Ja, massig Verbannte. Das ist ja auch eine schnelle Mission, verheerende Treffer. Ja. Können wir eigentlich noch eben schnell anhängen. Na dann, auf geht's. Irgendwer muss Pfeil benutzen. Irgendwer muss Pfeil benutzen? Ja. Benutzt du Pfeil? Ich kann Pfeil benutzen, ja. Na, das ist sehr fein. Ja, ist sehr fein von mir. Ja, die Wortspiele sind beeindruckend. Wo haben wir denn noch irgendwelche interessanten Kostüme, die man mal benutzen könnte? Du kannst einen Briefträger durch die Gegend laufen. Naja, das musst du. Das nehme ich dir nicht ab. Das ist wohl... ich glaube, ansonsten haben wir noch keine. Nichts Interessantes, ne? Nee. Dann nehme ich einfach Router. Tu das. Ist ja bei Feiern der Treffer sowieso egal, wenn ihr mir Pfeil und Bogen, schätze ich. Ja. Oder sollte ich hier irgendwas anderes benutzen? Nein. Verbannte besiegen, stelle ich mir das schwieriger vor, weil wir ihre Zehen ja vernichten müssen, oder? Nee, das sind die kleinen Verbannten. Achso. Pff, ja gut, dann ist das... Wayne. Ja. Dann hätte ich Sheik benutzen sollen. Weil ich dann mein Wasserschild hätte kriegen können. Naja, egal. So. Pfeil und Bogen. Pass vor allem auf, wir müssen, glaube ich, die Koranias rumstehen. Ja, habe ich gerade bemerkt. Dass nicht in das Gift reinläuft. Wir müssen nur die Verbannten besiegen, ne? Ja. 20 feindliche Hauptleute. Ich denke mal, die Dekoranias, zählen die als Hauptleute? Nein. Aber ich töte sie trotzdem immer, weil sie im Weg stehen. Ja. Mit ihrem Gift. Das sowieso. Mehr Dekoranias. Der Verbannte. Kann ich oft genug über den Köpfen drüber stehen. Oh ja, der Verbannte. Vor allen Dingen steht da immer der Verbannte. Ja, der eine. Der eine, der einzig wahre Verbannte! Verbannte wurden gesichtet. Ja, die Verbannten haben Verstärkung erhalten. Ja. Und ein Transportsoldat wurde gesichtet, der mir direkt ins Gesicht gespawnt ist, der mir Material vollgegeben hat. Juhu. Der Verbannte wurde gesichtet. Viele Einheiten wurden gesichtet. Ich habe bei dieser Mission immer unglaublich Panik, dass die einzelnen Einheiten, die hier rumstehen, doch irgendwann mal einfach ausholen und mich treffen. Ja, das tun sie auch immer wieder schon mal, aber das passiert eigentlich eher selten. Ja, aber es ist so ärgerlich, wenn es passiert. Feindliche Fernkämpfer wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet, bitte, was? Was sind denn feindliche Fernkämpfer? Die haben Pfeil und Bogen. Die gibt's im normalen Spiel auch. Die greifen dich einfach nur nie an, weil du es nie bemerkst. Die sind da nicht bemerkt. Also, die bemerkst du einfach nur nie. Ich dachte, damit wären jetzt irgendwelche ganz besonderen Einheiten gemerkt. Nee, in dem Falle sind es Gegner, die mit Knochen auf dich werfen würden. Okay. Wenn sie dich irgendwann mal angreifen würden. Naja, passt ja zu den Stallforstkindern hier. Ja. Das sind Stallforstkinder, die haben dann einen Köcher mit Knochen auf dem Rücken. Sieht sehr schön aus. Stimmt. Ja, das war's. Wir haben es geschafft. Mission erfolgreich. Wie gesagt, das sind immer sehr kurze Missionen. Ich wurde nicht getroffen. Du hast alle feindlichen Hauptleute besiegt. Yeah. Haben wir den A-Rang damit geschafft? Meinen Sollten Glückwunsch. Ja. Hier gab es auch gar keine anderen Belohnungen oder so, oder? Nee. Ja. Den A-Rang und ich glaube, es gab irgendwas dafür einfach zu gewinnen. Irgendeine Karte fürs Dings. Yay. Für den Anteilmodus. Yeah. Belohnung für Fei ohne Hände. Für die Armlose. Guck mal, Mama. Nur mit Umhang. Ja, guck mal, nur ohne Hände. Du hast einen Herzcontainer erhalten, denn der Energieliste erhöht sich um 1 oder irgendwie sowas. Ich hab's nicht gelesen. Ja, das Übliche halt. Ja. Sieg! Die Blaue Armee hat gewonnen! Yay! Blue Moon. Yay! Wenn wir jetzt noch mal als Blau... Wenn wir jetzt noch einen dritten Charakter mit einer blauen Lame durch die Gegend laufen hatten, ne? Aber das wäre sehr stylisch. Ja, leider kann man das Spiel nicht zurückspielen. Oh. Bring Arang, kein Schaden erlitten. Arang war kein Schaden und Kraftarmband halten und eine 80 ein einziges Waffe ohne Monsterzahn. Null. Buja. Ja. So ein Monsterzahn ist schon was wert. Auf jeden Fall. Vor allem, weil der Transportsoldat mir nur einen Forstkristall gegeben hat. Richtig sinnvoll. Du hast diesem Kraft Kraftarmut erhalten. Dankeschön, Spiel. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit den nächsten Missionen weitergeht. Bis dahin. See ya. Aloha.